Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast Nummer 2003. Ja, es geht weiter. Wir haben hier den Taran in Rot. Das ist Bian. Und der spielt gegen den Zerg in Blau. Das ist Rogue. Selbes Turnier, selbes Archiv. Ich bin noch nicht hundertprozentig wieder fit. Man hört es, glaube ich, auch ein bisschen an der Stimme immer noch. Und wir starten schon mal direkt mit der Doppel-Proxy-Rex. Bian mit zwei Barracks, die er da im Bau hat. Overlord hat das gescoutet. Drones wurden direkt gezogen hier von Rogue. Ja, schickt da seine vier Drones gerade rüber, möchte die SCVs daran hindern, diese Barracks zu bauen. Allerdings ist da hinten ein Spot. Kann man sich da hinten verstecken mit den SCVs? Das eine SCV kriegt auf jeden Fall schon ein bisschen Ärger. Und da sieht man auch, ja, das SCV ist jetzt hinten drin, ist damit geschützt von den Drones. Allerdings, das andere schafft das ebenfalls, weil es dieselbe Nische ausnutzen kann. Allerdings heißt das auch, man verliert Zeit und kann keinen Bunker anfangen, weil die SCVs halt zu weit hinten bleiben müssen. Damit verliert man eben vorne in der Netzspiel vom Zerg etwas Zeit, da kommt dann gleich der erste Marine, dann kann man hier liften, SCVs gehen raus und dann geht es hier weiter nach vorne. Aber wie gesagt, da hat Bian Zeit verloren. Rogue kann weiteren Drones ziehen, hat den Spawning Pool gleich, dann sieht man auch, massive Drones werden direkt gezogen für die Verteidigung. Die Bunker gar nicht erst entstehen lassen, dann hat man als Zerg deutlich weniger Probleme, auch wenn es Mining Time kostet und wie man sieht, Cancel auf den ersten Bunker klappt und scheucht mal die ganzen Einheiten weiter zurück. Aber es gibt mehr und mehr Marines, jetzt allerdings auch Zerglinge im Bau. Da kommt jetzt auch gleich die erste Armee für die Zerg-Seite. Da kommt nochmal ein Bunker, der sollte in Reichweite von der Netzspur sein. Eben deswegen muss man sich beeilen. Irgendwann ist der Creep da und dann kann er keine weiteren Gebäude bauen. Ding jetzt aber mit am Start. Drones werden nochmal mitgezogen und damit ein weiteres Mal geht's drauf. Und man sieht, die Bunker werden gerade umfahren. Es geht direkt Richtung Marines, direkt Richtung Feuerpower. Es stehen da insgesamt 5 bereit. Da wird die Barracks auch geliftet, aber nochmal landen wird nicht klappen. Die Ding ist dann Weg. Und die Marines können auch surrounded werden. SCV. Fightet eins, nee, fightet nicht wirklich mit, aber die Marines waren alle gefressen. Die Drones ziehen sich bereits zurück, SCV stirbt und hier unten sogar die nächsten Linke haben sich um das SCV und den Bunker gekümmert. Also nichts mehr mit Proxy. Stattdessen Counterattack von der Zerg-Seite. Es geht direkt rüber. Rogue hat da ja einen einzigen Link verloren, also sehr, sehr starke Defense von seiner Seite. 480 zu 25 Resources lost. Hat natürlich Mining Time verloren, das ist ganz klar. Also da fällt er noch ein bisschen Zeug, aber er hat so den ganzen Drones am Leben, 23 Stück davon. Und Bian ist natürlich selber nur auf One Base. Wie man sieht, seine zweite Basis beginnt jetzt erst. Sein Effekt ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, seine Wall muss ja sogar noch mit einem Supply Depot zugeschraubt werden. Für den Addon war da noch nicht die Zeit da. Und jetzt wird die Wall noch ein bisschen angeknabbert. Das heißt, eventuell muss man auch noch reparieren. Das kostet also auch Mining Time für die Terraner Seite. Und das gibt Rogue jetzt hier einige Freiheiten, bis da mal die ersten Hellions da sind. Und währenddessen, oh, es wurde währenddessen sogar noch ein Reaper gebaut. Der hat sogar einen Kill bekommen. Hat er eine Drone erwischt? Er hat eine Drone erwischt. Also tatsächlich, die Barracks war das. Die hat nochmal einen Reaper gebaut in der Zwischenzeit. Und da die Linge nicht zu Hause waren, konnte Reaper noch ein bisschen schaden. Und es gibt das Texten Roach Warren. Also Rogue legt tatsächlich nochmal einen drauf und möchte mehr Army Supply bauen. Linkspeak kommt ebenfalls. Ja, der Reaper versucht mal, sich mit den Lingen rumzuschlagen. Die haben noch kein Speed Upgrade, also da kann er das noch ganz ordentlich, weil man der Heli mit dabei ist. Linkspeed dauert noch eine ganze Zeit, also die Linge werden hier auch noch ein bisschen leiden. Hier auf Death Aura. Und wir haben damit erstmal dritte Basis unterwegs. Roach von wird gleich fertig. 4 Roaches werden dann möglich sein. Eventuell auch eine 5. Roach fürs Wespingas sammeln ist beim Zerg jetzt nicht die höchste Bio. Da wird jetzt ein weiteres zugeholt, aber momentan ist es ein Wespingas hier. Ein Extractor, der da aktiv ist. Und die ersten 4 Roaches sind im Bau. Es werden mehr Hellions, es kommt noch ein Viking mit dazu. Währenddessen die Netzwerke wird gerade erst umgebaut. Man sieht auch hier bereits viele SCVs an dieser Mainbase. Also die wird entsprechend schnell auch schwinden mit den Mineralienfeldern. Die Roaches kommen jetzt mit dazu. Die Frage ist, was können die überhaupt tun? Wollen die überhaupt was tun? Sind die nur für die Defense da? Jetzt nicht. Doch, werden jetzt Linge nachgelegt. Also es sind nicht die meisten Roaches, aber es kommt mehr Reinforcement. Die Linge ist natürlich deutlich schneller, wenn es an über die Karte rennen geht. Vor allem mit Speed Upgrade in 10 Sekunden. Also ja, die Roaches sind der Vorstoß. Die Linge sind das Support Supply und dann kann man hier eventuell die Netzschwimmer nochmal belagern. Der Overlord hat auch gescoutet, was hier so abgeht, wurde dann aber gesniped. Die Hellions währenddessen treffen jetzt hier auf die Linge. Aber sind jetzt halt auch nicht zu Hause für die Verteidigung. Da geht's vorwärts mit den Roaches. Ravager werden auch gemorpht, also Angriff auf die Netzschwimmer. Weitere Bunker soll hier gebaut werden, Bunker auch in der Mainbase. Panzer ist unterwegs, Liberator ist unterwegs, also wichtige Tools, um hier für die Verteidigung zu organisieren.
Es wiegt noch ein bisschen Ärger. Bisschen der Bunker kriegt Ärger. Unten geht's in der Netzwelt zur Sache mit den Drones, die da zu 6 gerade wegsterben. Hellions werden aber surrounded und eliminiert. Wenn das Viking chillt hier noch rum, dafür gab vorne den Durchbruch. Durch, die wollen jetzt, dass man dran an der Rampe. Liberator klappt sich mit auf. Es sind nur 2 Ravager. Das reicht nicht, mit Liberator easy zu one-shotten. Panzer kommt auch noch mit dazu. Also die Defense von Jan sollte das überstehen. Kann dann beiden seine Natural nicht nutzen. Das heißt, noch mehr Auslastung für die Mainbase. Aber jetzt mit Panzer und der weiter wenig Chancen eigentlich, dass Rogue da wirklich die Mainbase hochkommt. Er versucht jetzt so viel wie möglich eine Natural noch mitzunehmen. Die beiden Supply-Deposten auf jeden Fall drin. Okay, will es versuchen. Er fliegt hier hoch gegen den Bunker, gegen den Panzer. Der Lippeiter hat sich gerade umpositioniert, dass der hält gerade nicht aus. Aber die Wall ist da. Der Panzer wurde eingekappt. Das heißt, Close to Files bringt auch nicht so viel Mühe. Sieht die Surge Army wird kleiner und kleiner. Close to Files nochmal auf die Wall, um das zu brechen. Das geht auch auf. Der Lippeiter klappt sich nochmal auf. Sniped einmal den Leverager an. Bunker steht immer noch. Panzer wird angegangen. Panzer wird auch noch gesniped. Die Wall ist jetzt eben offen, weil alte Linge kommen nach. Also da hat Björn fast noch ein bisschen zu früh seine Defense wieder abgebaut. Gerade mit dem Lippeiter, der nochmal deutlich geholfen. Jetzt kann ich die Linie nochmal rein und nochmal mehr SCVs angehen. 2 weitere SCVs sind gestorben. Wir sind insgesamt bei 30 zu 30 im Worker-Count. Also komplett gleich auf. Rogue hat auch nochmal Reinforcement nachgebaut. Das hat nicht die krasseste Economy. Und jetzt 6 weitere Drones unterwegs. Wenn das ein Linie versuchen, nochmal ihr Glück. Aber gegen mehr Bamboline platziert. Der Bunker wird sogar schon gesalvaged. Also Björn ist sich seine Sache sehr sicher, dass er das managen kann. Hat aber nochmal SCVs verloren. Und so schnell ist es bei 30 zu 38 in den Workern. Mit mehr Drones unterwegs. Liberator fliegt raus, Viking fliegt raus. Hat natürlich auch Rogue sehr viel Supply gekostet. Jetzt ein Resources Lost um 700 höher. Mining Tennis hat er nicht wirklich einen großen Vorteil gehabt. Aber mit Supply Tennis wurde das alles eben eingestampft. Und jetzt haben wir endlich 2 Basen für Björn im Einsatz. Combat Shield kommt da noch mit dazu. Liberator klappt sich in der Mainbase auf. Aber ist tatsächlich Combat Shield vor Stim. Ist eine interessante Entscheidung. Kein Stim Upgrade bisher unterwegs. Liberator wird da weiter noch angegangen. Bisher keinen Kill geschafft. Zumindest nicht bei den Drones. Naja, Liberator noch gar keinen Kill geschafft. Also Liberator war tatsächlich eher zum Abschirmen da. Hat nicht wirklich den Damage bisher ausgeteilt. Viking währenddessen versucht mal ein paar Kills zu farmen. Bisschen creepy in der Mitte, aber die beiden jetzt erstmal mit etwas Wunden verarzten. Es gibt so viele Probleme, die man sich kümmern muss. Tech ist schlecht, Economy ist nicht unbedingt optimal. Beastfeld ist nicht gut. Währenddessen beim Terraner sieht es nicht viel besser aus. Mainbase, wie sieht es mit den kleinen Feldern aus? Ja, die letzten 120 Mineralien. Also die Felder halten auch wirklich nicht mehr lange. Würde durchaus eine Situation geben, wo die Mainbase hier wegfliegt für Björn, weil es sich so einfach kein weiteres Command Center leisten kann und dass es dann stattdessen die Basis umsetzt, um wieder volle Mineralienverfügbarkeit zu haben. Jetzt gehen die Mules auch an die Netzwelle, weil die Mainbase eben eh schon am Verschwinden ist und die Marines versuchen einen Angriff mit Combat Shield. Da ist kein Stim drauf. Es fühlt sich komisch an, weil die Marines haben halt nicht diesen krassen Burst. Was sie jetzt haben, ist ein bisschen mehr Points. Und da kommen jetzt die Panzer mit dazu. Also Marines einfach versuchen durchzuhalten. Und die Panzer sollen den Schaden austeilen. Aber erstmal Siege-Position klappt nicht. Sogami kommt da raus aus der dritten. Und wehrt das ab. 43 zu 53 Worker. Jetzt kommt Stim als nächstes. Dritte Basis beginnt ebenfalls. Und hier sind 3 Siege-Tanks mit dabei. Also hier geht es volle Front drauf auf die dritte Basis. Bei Panzern Reichweite von der Hedgefiend. Für die Hedgefiend sieht das richtig miserabel aus. Die schwindet wahnsinnig schnell, nicht wirklich Energie dafür zum Füßen. Die Roaches hier gehen jetzt nach vorne, aber 3 Panzer. Linge kommt jetzt endlich von der Seite, kommt ein bisschen spät. War noch mal richtig massiv angeschossen. Die Panzer halten momentan immer noch, können noch ein bisschen aus. Und jetzt fällt der erste, der zweite und der dritte Panzer. Am Ende die Zerg Defense reicht. Rogue konnte das halten. Sein Hedgefiend überlebt mit 350 HP. Also es war knapp, aber konnte das blocken, wichtigerweise. Der Drop fliegt zurück und muss sich erstmal neu sammeln. Also da hat nicht viel gefehlt. Die Linge kam einen Tick später, aber kam dann doch gerade noch rechtzeitig, um das zu retten. Wäre bitte, wenn er die Hedge verloren. Dann wäre es für Rogue eine ziemlich miserable Sache. Aber jetzt mit der Hedge noch am Leben ist okay. Muss jetzt halt aufpassen auf das Ding. Mit 360 Hitpoints, man sieht da bereits, der Drop hat direkt wieder Kurs auf die gleiche Basis. Was man da eventuell noch mehr machen kann. Wir haben Overlord Speed unterwegs und Roach Speed 1-1 für die Bio. Und hier geht es jetzt nochmal an den Q-Spread, von dem nach wie vor nicht wirklich viel da ist. Also für ein TVZ ist das effektiv kaum Creep. Hier wird nochmal ein Overlord rausgenommen, der zweite Overlord wird auch angepeilt. Stun down noch ein bisschen, ab Marines, schießen da einfach das weg, was sie wegschießen können. Die vierte Basis können auch noch ein bisschen Ärger kriegen, bis der Overlord, der da an der Basis ist. Aber Roach ist in der Gegend. 4400 zu 4900 Resources lost. Und 5 Overlords wurden bisher gesniped. 100 zu 130 Supply aktuell, dritte Basis ist ein Orbital Command, währenddessen die Mainbase, man sieht's. Sieht nicht mehr so frisch aus. Da werden ja nochmal weitere Felder verschwinden. Also da geht dann wirklich nicht mehr viel. Dafür kriegen wir eine Armory.
Für 2-2 auf der Zerg-Seite hat sich upgrade-technisch tatsächlich noch, also unit-technisch nichts getan. Kein 1-1, kein Evolution-Chamber, die er da bisher hat. Bisher hat er doch Herz, aber die tun nichts. Damit auch noch, ja, momentan weiter das Geld in Roaches stecken. Dafür schneller Hive-Tech. Also da ist das bis Minkassen geflossen. Hat sich die Upgrades gespart und dafür den Tech hochgezogen. Das halt auf Roach-Basis. Roach-Ravager-Basis mit Lingen. Mal gucken, ob er da versucht, einen Lurker weiterzukommen. Währenddessen sich Björn jetzt sammelt mit mehr und mehr Marines. Jetzt hat er auch endlich mal Stim. Dann 1-1 dauert noch und da kommt 1-1 auf der Zerg-Seite. Also man sieht auch gerade bei den 1-1, die es auf beiden Seiten ist, das Upgrade sehr, sehr verspätet. Obwohl habe ich hier nochmal mitgenommen. Gerade so beim Vorbeigeflogen. Dafür die Roach-Masse ist genug, um die ganzen Marines aufzuhalten. Der Boost nach Hause, der Lauf nach Hause, die Marines. Gleiche Geschichte, können hier nicht zu viele Hitpoints an Roaches da. Hydra dann wird gebaut, also Lurker dann wird sehr, sehr wahrscheinlich folgen. Währenddessen haben wir eine weitere Factory. Panzer plus 1 Vehicle Weapons. Man sieht genau, das sind nur noch 3 Felder in der Mainbase vom Terraner nach 11 Minuten. Und das Feld hat auch nur noch 140 Minereien. Also die Mainbase ist wirklich überraschend schnell leer. Auch weil Spingas hält da nicht mehr so lange, weil halt einfach so viele SCVs hier lange gearbeitet haben. Genauso wie die ganzen News die ganze Zeit an der Mainbase waren. News werden jetzt eher auf die dritte versetzt, weil auch die Natural hat natürlich diesen Effekt ein bisschen, wenn auch nicht ganz so krass. So, 2-2 direkt unterwegs. Vipern werden aber auch schon gebaut. Also technologisch jetzt doch fröhliches Wettrüsten, nachdem man am Anfang sehr wenig davon hatte, durch die Proxy-Rex und dann natürlich durch den Roach-Push. Jetzt hat sich da sehr viel entwickelt und wir sind auf Kurs Lurker mit Vipern. Währenddessen, Frostbile hat einen Marine oder hat den Marine vorher gekillt. Auf jeden Fall hat er sich gerade ein bisschen selber getroffen. Drop bleibt erstmal und hier Roach-Angriff, aber Marine Feuerpower plus Panzer-Feuerpower. Frostbile trifft dann mit dem Marines an der Seite. Rogue weiß, dass er langfristig nicht mit diesen Roaches arbeiten kann. Gerade eben nicht gegen das hier. Ein ganzes Bollwerk an Panzer fährt da gerade raus und die würden die Roaches einfach nur zerstören. Die Ravager können noch ein bisschen gegenarbeiten mit Corrosive Biles. Trotzdem Risiko, sich da anzunähern. Es kommt Burrow interessanterweise. Und dann noch Adrenal Glands. Zudem auch Seismic Spines jetzt für die Lurker. Lurker auch im Morph. Also das kann für Rogue gar nicht schnell genug kommen. Die Lurker voll einsatzfähig. Er wird sie brauchen. Panzer, Feuerpower, 6 Stück. 66 Marines. Und 3 Medivacs noch mit dazu. Und hier geht's hoch. Nicht alle Panzer sind gesiegt. Das ist für die Panzer tatsächlich nicht unbedingt optimal. Am Ende sprengst du mal einen Schwung Roaches weg. Aber das hätte besser laufen können. Da wurden die Panzer vorne auch ein bisschen kalt erwischt. Und somit sind da bereits 2 Stück gestorben. Aber es geht weiter. Der Marineball lebt noch. Der Push wird weiter aufgesetzt. Und unten gibt es eine 4. Basis. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Das ist eine 5. Basis. Den 4. haben wir oben. Die 4. kriegt aber auch keine Schwierigkeiten. Wobei der Block nicht so viel macht. Und da gibt es auch nochmal eine weitere Basis. Die Basis unten. Wurde die gesniped? Die wurde gesniped, die wurde nicht gecancelt. Die Basis hier kriegt auch nochmal Ergo-Roaches unterwegs. Die Marines machen nicht die krasseste DPS bisher. Es hat auch nur 1-1 auf dem Marines. 2-2 ist unterwegs, aber dauert noch. Währenddessen Carapace 2 auf der Zerg-Seite unterwegs. Und dann kommt da noch Adaptive Talents. Seismic Spines ist drauf. Die Lurkers sind in der Minute voll einsatzfähig. Was noch fehlt, sind Unit-Upgrades, aber die sind für Lurker nicht so mega krass. Allein, dass die ihr Reichweiten und ihr Speedburrow-Upgrade haben, ist für die schon sehr, sehr wertvoll. Dieser Gegenangriff wird aufgehalten von der Bionoise. Die Roaches sollten diesen Kampf verlieren. Früher oder später einfach der Marauder und der Panzer. Keiner da so viel aus. In der Zeit geht es auch hier voran. Einfach drauf wieder auflenken. Viel zu weit vorne eigentlich von Björn. Aber er hält einfach drauf. Er will die Lurker rausnehmen. Da kommen noch mehr Lurker mit Nachgriff. Die Ravager mit raus. Die Bio dünnt sich auch so langsam aus. Auf beiden Seiten massive Verluste hier in diesem Kampf. Die Bio bleibt aber erstmal souverän. Die Panzer teilen nochmal weiter aus. Mehr Roaches platzen da auseinander. Die Zerg-Army wird jetzt klein. Die Turn-Army aber auch wird hier gestoppt. Die wird sich hier nicht durchsetzen können. Da kommt die Evakuierung. Aber 6 Drones mitgenommen. Also plötzlich hier Björn, währenddessen er sich hier noch mit der Verteidigung von dem Zeug rumschlägt, greift er vorne einfach massiv an. Und hat auch einige Lurker dabei rausgeräumt. Sind jetzt bei 4 toten Lurkern. Hat sich wieder einen Weg gebannt bis ran an die dritte. Kein Creep mehr vorne mit dabei. Wird jetzt gerade nachgesetzt. Dafür gibt es oben die 5. Vierte Basis läuft ja, wenn das sind 4 Basen auch beim Terraner. Mainbase ist tatsächlich noch nicht umgeflogen. Ist aber in wenigen Augenblicken komplett leer. Nächste Armee sammelt sich, 160, 150 Supply, da ist Björn jetzt ein bisschen höher. Aber er weiß, die Lurk-Gefahr ist ein Thema. Und da wurde anscheinend auch der Hydra dann zerstört und muss nachgebaut werden. Der war es ja wahrscheinlich an der dritten stationiert. Neue Drone für eine neue Hedge. 79 zu 72, der Work-Account dreifach Drop oben, wird aber vom Overlord gescoutet. Ja, das ist der große Drop. Push nach unten, 3-3 unterwegs beim Terraner, 2-2 unterwegs beim Zerg. Nydos Netzwerk kommt mit dazu. Also neue Werkzeuge auch hier noch möglich und hier die Lurker Defense sollte gegen die Bio easy halten. Die Dinge gehen nochmal nach ran und
Attack auf die Medivacs und bekommt auch beide davon. Auch das dritte Medivac wird rangezogen, das heißt keine Fluchtmöglichkeit mehr. Und links damit mehr oder weniger gestrandet. Dafür der zweite Push versucht sein Glück jetzt an der dritten Basis ein weiteres Mal. Wieder einige Panzer mit dabei, Bio nicht mehr ganz so viel. Einige Medivacs mit oben drüber. Die Bio haben ihre Energie gerade eingesetzt. Overseer wird weggesniped. Lurker bringt in Position ab. Die Hatch sieht schlecht aus, wird nochmal transused. Hat nicht viel Points 300. Die Heilung ist noch ein bisschen mit dabei. Ein paar Drones sterben. Die Bio ist da hinten drin, damit sie eben nicht bereit wird. Der Lurker ist Panzerteile weiter aus. Hatch stirbt. Panzer wird reingezogen. Und die Bio hält weiter die Stellung. Also die dritte wird einfach abgeräumt. Der Spingas ebenfalls. Die Lurker, ja, wollen sie nicht noch näher an die Panzer ranwagen. Das ist ein bisschen zu gefährlich. Weitere Run hier nochmal auf die Hatch, aber die Leute blocken das problemlos. Das war die restliche Bio, wo die Medivacs bereits gesniped wurden. Und trotzdem nochmal nachsetzen hier. Ein Lurker rauskommt, weitere Lurker oben ist angeschlagen, aber er hat seine Kollegen hinter sich und damit wird die Bio zu schnell durchgesäbelt. Die Basis unten ist fertig geworden und das hat Jan noch nicht direkt gesehen, dass er da eine Basis quasi verfehlt hat. Um ein paar wenige Meter. Die Marines versuchen hier nochmal einen Overlord rauszunehmen, das schaffen sie auch. Jan ist gleich im Max. Und bei ihm wird dann auch mal eine fünfte Basis irgendwann fällig. Er hat das Command Center schon rumstehen. Und das ist hier vorne immer noch der Kampf gegen die Lurke. Viper nochmal mit einem Einsatz mit Abduck. Und damit nur noch drei Siege Tanks mit dabei. Die Hatch, er hat jetzt den Creep drüben gesehen. Er müsste den Creep drüben gesehen haben. Aber nein, er rückt weiter nach vorne. Er will die Natural von Kian belagern. Lipper bringt sich da auch in Position. Panzer wird nachgeschoben. Wenn das ein weiterer Trupp hat hier die Hatch gekillt, geht hier weiter ran. Also es ist sehr viel los. Der dritte Trupp ist nämlich auch unterwegs und es gibt ein müdes Counter-Attack in der Zeit. Also es ist gerade Action ohne Ende. Der Natural Lipper wird rausgenommen, Panzer belagert. Die Rampe da, hier wird mit den Vipern alles reinabdackelt. Der Drop wird also komplett geblockt. Wie ein Forstman ist hier jetzt eingetroffen. Oben kommt der Nydus gleich durch. Ist da irgendwas drin? Nein, Nydus ist leer. Wurde aber gerade noch frisch befüllt mit ein paar Lurkern und die Lurker sind drin. Die Marines schaffen das nicht. Marauder versucht den Nydus rauszunehmen. Nydus ist low, aber lebt noch. Dafür gibt es hier den Go mit den Längen nach vorne. Aber hier hält die Terran Army erstmal die Stellung. Die ersten hier direkt der Nydus. Die Leute wurden einfach von dieser Front hier kurz reinverladen und damit in die Mainbase verfrachtet. Und damit stirbt die Production weg. Er wird gerade umgerüstet auf massiv Tech Labs. Panzer werden in Position gebracht. Denn das unten der Kampf, da pusht jetzt die Terran Army rein. Die könnte das Nydus-Netzwerk rausnehmen. Wäre der Rückweg für die Lurker versperrt, dann können sie nicht nach Hause, auch wenn der Nydus rum noch lebt. Stattdessen gibt es hier einfach weiter den Go auf mehr Lurker im Morph. Lurker bringt sie in Position, es ist ein ganzer Pulk noch vorhanden. Wenn dessen die hier zu legen, immer noch die Mainbase. Scan kommt so oben drüber, da kommen mehr Lurker mit nach. Also es ist eine knappe Position hier. Panzer auch an beiden Seiten von der Nydus-Öffnung. Aber aktuell ist Gott, die Lurker säbeln sich hier durch einen riesen Haufen an Bayro. Die Gebäude waren dazu schon, jetzt ist der Nydus endlich weg. Und jetzt können die restlichen Lurker aufgeräumt werden. Aber trotzdem sehr, sehr viele Verluste bei Björn für diese Verteidigung. Hat ihn einiges gekostet und hier wird er auch noch belagert werden. Kriegt aber auch ein paar Reinforcements spendiert von dieser Hatch hier drüben. Hier schon die Zeug nachbaut, dass da reinläuft. Jetzt kommt der Run auf die Bio und die Panzer geben zwar ihr Bestes, aber es ist safe and circ. Einfach nur kurz die Rampe runter, kurze Distanz reload und damit kann er das erstmal brechen. Viele Medivacs auch mega angeschlagen. Hier wird nochmal eventuell die Hatch rausgenommen. Das sieht gut aus. Dafür Nydus Versuch 2. Aber Bio ist abgestellt, das heißt, der wird nichts werden. Die Hatch, die fällt. Wir nähern uns in 20 Minuten, 27 zu 21.000 Resources lost, beide sind nicht im besten Zustand, 72 zu 69 Worker, also Rogue hat einiges mehr verloren, aber nicht wirklich den Mining-Vorteil dafür, das ist kritisch für ihn, man kann mit den Lurkern effektiv traden, aber er hat den Lurker dann verloren, hat er den Lurker dann mit den Vipern selber kaputt gemacht, ich glaube, der stand nämlich nicht in Schussreichweite eigentlich, die Bio macht währenddessen weiter Druck, Lurker ist hier oben auf der Rampe. Gut, Rogue hat sehr viel seine Vipern eingesetzt, also hat da schon sehr viel Energie benötigt. Und hier werden nochmal Hydras verfolgt. 3-3 ist auf der Bio drauf, plus 1 nur für die Panzer, auf der Sorgami ist es 2-2. Und beide pumpen mal das ganze Geld, das sie haben, in Einheiten anstatt ein Upgrades. Wieder Nydus versucht, aber der wird dieses Mal deutlich effektiver abgeblockt. Gut, das war auch, als der erste Nydus passiert, das waren halt drei Fronten auf einmal mehr oder weniger los. Da kann man verstehen, dass man nicht alles im Blick haben kann. Und hier ist eben die wichtige fünfte. Da kommen jetzt die Lurker angelaufen von verschiedenen Seiten. Die Bio hält hier die Stellung. Dafür oben sieht es ein bisschen besser aus für die Zerg-Seite. Da kann man erstmal durch beim PF belagern. Dafür der Lurker hier wird nochmal rausgekommen. Die Rampe wird gekehrt. Die Lurker drüben sind ein bisschen alleine. Werden immer noch vom Panzer beschossen. Repair auf das Command Center. Hier wird nochmal Lurker rausgekommen. Viper kommt ein bisschen später mit dazu. Wenn das ein Bio rennt hier runter, da gibt es keine neue Hatch. Die dritte wird nachgebaut. Könnt ihr aber gleich nochmal kriegen. Und Reinforcements für Björn, um seine PF zu verteidigen. Da werden die Panzer rangezogen, aber einfach voll drauf jetzt auf die Lurker. Denen fehlt der Support. Die Vipern waren da ein bisschen zu gierig, wollten zu viel und waren dafür bestraft. Die Lurker konnten den Fight nicht gehen. Dafür die Bio ist unterwegs. Ich möchte aber das Nydus-Netzwerk und die dritte Basis killen. Währenddessen gibt es auch hier in der neuen Basis Schwierigkeiten. Panzerschießen von verschiedenen Seiten und Rogue einfach nur mit dem Chi. Ist nicht glücklich anscheinend, wie das Game für ihn endet, weil Björn macht hier das 1-0. Na, wirklich fast 20 Minuten. Wenn der einfach, ja, zu viele Verluste hier für Rogue und hat er nicht das Mining dafür. Wie man sieht, er hat 11.000 Resources mehr verloren und sein Mining-Vorteil war
nicht so spektakulär, dass er das kompensieren kann. Hat jetzt hier am Ende auch 50 Supply weniger, hat sehr viele Lurker dann auch verheizt. 31er sehr die Aktion hier eben mit den Vipern. Das war ein mutiger Plan, aber die Lurker hat dann noch nicht ganz den Damage, um sich durchsetzen zu können. Und somit geht das 1 zu 1 an den Terraner und wir machen weiter mit Map Nummer 2. Viel, viel ruhiger geht es in Map Nummer 2 Oxide, denn es gab eine Marine Expansion, den sieht man hier durchlaufen. Somit hat sich da nicht viel getan. Expansion mit dazu, Factory, da werden dann Hellions produziert und es kommt der Starport. Also, ja, ganz anders als mit der Proxy Rex. Sehr, sehr ruhigen erste 3 Minuten. Es bleibt ein bisschen ruhiger. Wir haben Linkspeed unterwegs und eine dritte Basis, also der klassische Opener. Wenn man sich hier eben auf sein Makrobild fokussieren kann, in Ruhe seine Worker hochpusht, seine Economy und sein Tech hochschiebt. Ein Ding wollte da rein scouten, Hellions Nitz unterwegs und damit kommen auch mal die ersten Kampfhandlungen mit dazu. Es ist ein Medivac, der noch keiner mit dem Bau. Also ein Drop kommt auch mit an den Start. Creep wird hier mal kurz geblockt. Aber es sind zwei Queens da, also Creep kann man fleißig nachsetzen. Und es werden noch mehr Queens aufs Feld geworfen. Und man kann auf Oxide recht gut hier die Rampe verteidigen. Also die Netzspiel zu brechen ist eher schwierig. Aber dafür wäre dann das Medivac eventuell eine Option. Hat aktuell die ganzen Marines geladen und steuert die Mainbase auch an. Aber muss an dem Overlord vorbei. Da wird stattdessen der Overlord rausgenommen. Die Queens kommen zwar rüber, aber sind nicht schnell genug, um das zu schützen. Versuchen das Medivac runter zu fokussen. Schaffen das aber nicht ganz. Zumindest weiß ich eben Rogue, da ist ein Drop auf mich unterwegs. Aber ist auch gerade noch Supply-Block durch den Overlord-Verlust. Etwas ärgerlich. Hat jetzt Link-Speed. Baut mehr Queens, hat ein paar Linge da. Weiter Overlord in Gefahr. Linge werden gekitet. Es wird ein Raven interessanterweise gebaut auf die andere Seite. Und der Overlord wird auch nochmal rausgefokust. Nächster Overlord, der fällt für den Zerg. Die Hellions währenddessen macht nicht so viel. Und weitere Overlord hier mega angeschlagen, aber lebt noch. 50 HP auf dem Kollegen. Und der Drop weiterhin hier unterwegs. Hier haben wir natürlich noch keinen Creep, das heißt, das sieht Rogue auch nicht viel. Also er hat jetzt kein Frühwarnsystem, dass er den Overlord verloren hat. Sondern ein bisschen Blindflug. Hat dafür die Linge hier stationiert, damit die das alles sicher halten. Doppel-Ebay. Bioplay ist bei Björn auch etwas, was man erwarten kann. Und wir haben Leertech unterwegs. Doppel-Evolution Chamber bei Rogue. Aktuell Link Baning, was er grob so ansteuern könnte. Was er aber noch nicht hat, ist ein Baning Nest. Also momentan ist er auf Link Only tatsächlich. Oder später wird er was anderes brauchen. Sei es Roaches oder sei es Baning. Link alleine werden nicht reichen für so einen Kampf. Je mehr Bio das wird, umso unangenehmer wird das. Aber Leertech ist eben unterwegs. Also mal gespannt, was er daraus macht. Wird das dann wie hinten den Raven. Hat genügend Energie für Autoturret. Das ist für 1 aktuell. Autoturret Damage ist massiv. Wie man sieht, 3 Angriffe, um den Drone zu killen, aber kommt nicht ganz ran. 2 und eventuell eine dritte Drone mit. Nein, jetzt wird das noch ein paar Linge mit. Das Autoturret läuft dann ab. Währenddessen die Marines hier belagern. Creepster kommt nicht wirklich in die Gänge. Auf der anderen Seite warten nämlich noch die Hellions. Roachhorn wird gebaut. Missile Attacks und Tricks. Rogue vertraut nochmal auf die Roaches. Kein Bock auf Link Baning. Das mit der Raven hier mit eingebracht, um mal kurz den Creep zu klären. Auf der Terraner-Seite natürlich Bio mit Stim und 1-1. Armory mit unterwegs, mit Barracks unterwegs. Mal sehen, ob Rogue da eventuell ein Timing trifft mit seinen Roaches. Kann natürlich da eine ziemliche Masse in Army Supply bauen und damit versuchen, die Bio anzugreifen. Das ist somit unter das Beste, was man mit den Roaches machen kann. Die sind im früheren Verlauf noch deutlich stärker, gerade eben, wenn alle ihre Upgrades reinkicken. Also Roach Speed und das 1-1. Und dann kann man in sehr kurzer Zeit sehr viel Masse bauen und die dann einfach auf den Terraner werfen und hoffen, dass man damit die Turnverteidigung bricht und damit kritischen Schaden macht. Da kommen 15 Roaches. Das sind schon mal 30 Army Supply. Das schießt jetzt buchstäblich nach oben. Und wird noch weiter nach oben schießen, je mehr Roaches das werden. Raven währenddessen ist mutig, verliert aber auch sehr viele Hitpoints dabei. Und dann noch keinen weiteren Spell absetzen. Queen klebt da weiter dran. Und nächste Queen kommt damit nicht gegen. Das sieht von Raven schlecht aus. Er hat nur noch 50 HP. Haut nochmal ein Autotroid rein. Linke kümmert sich drum. Raven wird es aber nicht schaffen. Ein Angriff noch. Ein Angriff kommt nicht durch. Die Queen hat sich umgedreht aufs Autotroid. Ah, Raven bleibt stehen. So kommt, bekommt man den dann trotzdem. Autotroid wurde auch gekillt, hat ein paar Linge gekostet. Und hier geht's voran mit der Terran-Truppe. Aber die trifft gleich auf eine ziemliche Masse in Road Ravager. Ravager sind noch kurz im Morph, aber Roaches sind einige da. 1-1 für die Bio. Auch noch einen Augenblick. Das heißt, die Hellbats sind ja auch nicht ganz so hilfreich, weil es ein einziges Siege-Tank da. Aber mit so vielen Ravagern sollte der kein Problem sein. Wüstet ist auch mit dabei. Roach Speed fehlt noch, also drum möchte Rogue nicht unbedingt fighten. Vor allem nicht auf. Außerhalb seines Creep-Spreads, aber er drückt sich jetzt näher ran. Die Hellbats gehen weg. Crossfiles hinten auf die Medivacs, die weichen aber aus zusammen mit der Bio. Jetzt ist man dran am Panzer. Panzer wird easy weggeräumt. Wie man sieht, eben die Bio ist gerade nicht stark. Die Crossfile wird sogar selber gefressen von Rogue. Aber er pusht jetzt weiter voran. Denn er hat jetzt Roach Speed. Er hat jetzt gleich 1-1. Und er baut 15 weitere Roaches mit dazu. Wie gesagt, das ist genau dieser Punkt, dass die Roach-Masse wahnsinnig schnell wachsen kann. Damit versucht er eben jetzt Druck zu machen.
Weitere Siege-Schenke sind wir dabei, aber eine ist noch nicht so die Gefahr. Ab 2, 3 Panzern wird es unangenehmer. Gerade, ja, 3 Stück plus möchte man eigentlich schon haben als Terran. Jetzt gibt es hier erstmal Ärger an der dritten Basis. SCVs fallen. Supply-Depots werden belagen. Die Terran-Army fühlt sich nicht stark genug für die Verteidigung. Combat Shield kommt mir in den Augenblick. 2-2 ist unterwegs, aber massive Verluste fahren. Massive Supply-Block hier für Björn. Und trotzdem wird er weiter gepusht. Roaches kommen jetzt auch von der Seite der Close Bys, gehen auf die Marines. Jetzt gehen sie hinten auf, auch auf die Panzer. SCVs werden währenddessen zerstört. Die ersten 12 bereits gestorben. Panzer fällt trotzdem. Es ist ein Bunker mit dabei, aber es ist einfach nicht die Feuerpower gerade da, um diese Rogue-Ravager-Kombo zu stoppen. Rogue pusht einfach weiter und weiter und weiter. Die Björn hat Schwierigkeiten, sich hier zu halten. Der dritte ist bereits verloren. Die Zerg-Army möchte sogar noch mehr. Die steuert auf die Netspiel zu. Und da fehlt es einfach immer noch an der Feuerpower. Es kommen einfach weitere 15 Roaches nach. Rogue ist bei 170 Supply gegen die 90 gerade von Björn. Der hat den Panzer hinten noch. Close Bys fehlen da teilweise, aber der Panzer wird dann doch gesniped. Und wie man sieht, die Roaches werden dann doch mal geblockt, geschreddert. Die Ravages sind alle weg, aber 24 SCVs hat das gekostet. Die dritte Basis wird weiterhin angegriffen. Und es sind immer noch mehr Roaches unterwegs. Rogue hat immer noch was nachgelegt. Ja, jetzt kommen mal wieder ein paar Drones mit dazu, aber momentan Workaround von 66 zu 47 SCVs. Jetzt sind keine Ravager mit am Start, um den Panzer zu stoppen. Aber viele Verluste für Björn. Und Rogue zieht sich erstmal so ein bisschen, sammelt sich. Weil Army Supply, er hat sich recht gut stabilisiert. Er ist also nicht eingebrochen mit dem Roacher Army Supply. Mining Tennis, wie man sieht, ist es eben ein Auf und Ab, je nachdem wann und wie die Mules aktiv sind. Aber mit 73 Drones ist es jetzt doch wieder größerer Vorteil beim Zerg. Dritte Basis wieder aufgehalten. Und das ist wichtig, dass eben der Terran die dritte nicht nutzen kann. Somit für Rogue sieht das eigentlich ziemlich gut aus. 60 Supply mehr und er versucht ein weiteres Mal drauf zu pushen. Neuer Ravager schon mit am Start. Panzer wird angefokust mit Close Supplies. Die Medics bringen in Sicherheit. SCVs werden wieder geschreddert. Die Roach Army pusht wieder weiter. 2-2 ist jetzt auf der Bios. Die Bio wird stärker. Aber weiterhin, Economy-Situation ist für Björn mehr als schwierig. Er ist jetzt 70 Supply hinten, hat 110. Rogue nähert sich dem Max-Out und baut jetzt mehr Linge. Hat selber 2-2 unterwegs. Und die dritte wechselt komplett die Seite. Man sieht das mining-technisch. Das sind deutlich heftigere Ausschläge. Und wir sind Resources Lost sehr, sehr nah beieinander. Also da hat Rogue auf jeden Fall gerade noch einen Vorteil. Muss halt wirklich aufpassen, wenn die Bio zu krass wird, könnte es wieder schwierig für ihn werden. Momentan hat er aber noch die Kontrolle über das Game. Ist nämlich jetzt Max und kann damit quasi weiter einfach angreifen. Einfach seinen Max-Out ausnutzen, weil er genau weiß, sein Gegner braucht das Geld mehr, um sich weiter aufzubauen. Währenddessen Rogue kann jetzt gerade relativ easy traden. Weil das Supply bekommt leicht wieder aufgefüllt. Drop in der Main Base wird abgewehrt. Und next to go auf Richtung Natural. Dieses Mal sind es 3 Panzer, aber Link ist mit dabei, um die Panzer direkt anzurennen. Erster wird surrounded, der ist weg. Die Bio währenddessen gibt ihr Bestes, aber es ist einfach immer noch sehr, sehr viel Roach-Masse. Panzer werden wieder abgeräumt. Wieder zurückgepusht bis in die Natural. Die wieder kriegt die dritte Basis Schwierigkeiten. Der Drop hier versucht sein Bestes, um da Konterschaden zu machen. Ist auch an der vierten Basis aktiv. Und jetzt in der dritten gibt es wieder tote SCVs. Also momentan sterben mehr SCVs, als es Drones tun. 10 SCVs down, nur 4 Drones down. Die Roaches ein weiteres Mal pushen hier ran. Weitere Panzer mit dabei. Overlords hier mit reingeflogen. Und weitere Close Bys werden abgesetzt. Die Overlords sind ein bisschen fehl am Platz, aber weitere Siege-Schenke wird rauskommen. 100 Supply Vorsprung jetzt für Rogue. Man sieht das, wie schnell er wieder Richtung Max-Out kommt. Der ist ein Björn. Die 100 Supply zu überschreiten wird für ihn eine Herausforderung. 42 zu 67 Worker jetzt. Mining-Vorteil ist noch größer. Army-Supply-Unterschied ist auch deutlich größer. Die nächste Roach-Welle kommt. 2-2 Upgrades unterwegs beim Zerg. Beim Terraner kommt plus 3 Armor, aber das dauert auch noch ein bisschen. Also wird der Upgrade-Vorteil sogar noch aufgeschlossen. Und momentan fehlt es halt wieder an Panzern. Also damit die Bio alleine wird sich hier schwer tun. Es sind immer noch viele Ravage mit am Start. Nächster Angriff auf die dritte Basis. Der geht so langsam auf die Hitpoints aus. SVs waren da wieder weg. Genommen und das CC hat die letzten 100 HP, wird jetzt counter-repaired. Die Bio keilet sich da rein, dürfen da irgendwie was halten. Die können aber der nächste Roach-Push Richtung Natural, räumt den Panzer da weg und Rogue hat einfach viel zu viel zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dominiert damit einfach eine ganze Zeit lang hier die Karte. Braucht ein bisschen, um Björn da wirklich zu brechen. Und man sieht, die Roaches haben da schon hier und da Schwierigkeiten, so ein Spiel zu beenden. Aber es war einfach der Vorteil schon groß genug und damit konnte er das nutzen, um hier den Ausgleich zu erzwingen. Und damit gibt es noch eine Deciders-Map obendrauf. Opening-technisch gab es das gleiche wie eben in der zweiten Karte. Also eine Marine-Expansion, sehr, sehr ruhig, sehr Economy-fokussiert. Aliens sitzen mit dabei und danach gibt es einen Widowmine-Drop. Doppel-Widowmine-Produktion läuft hier. Auf der Zerg-Seite die dritte Basis, interessanterweise auch nach unten gestellt, auf den Low-Ground. Hier von Rogue. Das ist die Basis, die man nutzen kann, wenn man eher pushen möchte als Zerg. Ich meine, das haben wir von Rogue jetzt auch schon gesehen, einmal mit diesem Roach-Push. Hat er sehr viel mit anrichten können. Aber als erstes wird hier der Widowmine-Drop aufschlagen. Das wird mal Punkt 1. Es kommt eine schnelle Armory auch mit dazu, also damit die Widowmines nochmal unterstützt werden. Damit die unsichtbar bleiben, wenn sie geschossen haben. Das heißt, man könnte eventuell noch einen weiteren Schuss dabei raushandeln. Gerade eben, wenn der Zerg keine Detection hat. Das ist momentan auch wirklich nicht der Fall.
Es kommt ein Spinecrawler, aber was er bräuchte, wäre ein Sporecrawler. Natürlich kann er dann die direkt andrücken, sobald er sieht, dass da Widowmines am Start sind. Aber trotzdem könnte das hier und dafür Schwierigkeiten sorgen, je nachdem wie die Medivacs, oder wie das Medic ist, abgeblockt wird. Leertag ist noch kein Thema. Rogue kümmert sich da sehr viel um seine Economy, baut ein paar Linge mit dazu. Amory ist gleich, weil jetzt wird noch ein Raven mitgebaut, ein weiteres Mal. Marine kümmert sich um den Overlord. Der Drop ist im Anflug auf die Mainbase. Man macht jetzt auch so langsam, dass das Widowmines werden soll. Man sieht, der steuert auf, einfach auf die Minnowline zu. Widowmine 1 wird nichts, Widowmine 2 wird auch nichts. Widowmine 3 ist drin, aber trifft nur eine Drone. Kann nicht mal so spektakulär. Widowmine 4 ist noch Medivac. Also bisher nicht wirklich was, was Björn damit anrichten konnte. Die Hellions nähern sich auch in der Zwischenzeit. Die letzte Widowmine hier nochmal, aber auch da wird einfach eine Drone geopfert. Somit der Schaden hält sich in Grenzen. Borgholder wird rechtzeitig fertig werden, um hier die Widowmine rausnehmen zu können. Und mit den Hellions zieht man sich zurück und hier der Borgholder dauert noch ein bisschen länger, aber sollte auch rechtzeitig passen. Damit zwei Drones gekillt und er deutlich mehr verloren auf der Terraner-Seite. Das Medivac kommt zwar noch zurück, aber ist auch schwer angeschlagen. Und versucht es nochmal. Versucht einen Drop hier mit den Hellions. Und Helbert von Song kommt auch noch mit dazu. Man sieht eben 4 Widowmines für 2 Dinge und 2 Drones ist wirklich nicht wert. Der Tausch war es bisher wirklich nicht für Björn. Er legt weitere Reaktoren nach, der erforscht Stim. Will also wieder auf die Bio, da kommt auch eine Ebay. Währenddessen hier wandern ein paar Helbets durch die Gegend, werden da gerade von Lingen angeknabbert. Und wenn die surrounded werden, schaffen die Helbets gar nicht mal so viel. Lingen ist jetzt nicht die beste Einheit dagegen, aber ja, das hat gut funktioniert. Währenddessen gibt es die nächste Helbet-Aktion am Rande der Mainbase, das sieht Rogue gerade noch nicht. Das könnte jetzt für Probleme sorgen. Weil da sind jetzt Lingen nicht so einfach, denn Heilung ist mit dabei. Das heißt, die Helbets halten ein bisschen durch. Die Kühe weggebraten, man sieht die Lingen weiter rausgeräumt. Und die Drones jetzt in Gefahr. Also die Helbets machen mal ihren Job. Währenddessen gibt es hier drüben nochmal Auto-Trade auf die dritte Basis. Bisschen Chaos im Circuit-Gebiet. Mainbase Mining wird komplett geblockt. Die Queens kommen jetzt rüber. Das Medic ist halt mega angeschlagen. Also es kann hier nicht lange bleiben. Lädt zwei Helbets ein und haut damit nochmal ab. Der Raven währenddessen kriegt auch sehr viel Schaden ab. Hat jetzt mal Energie für ein weiteres Auto-Turret. Könntest du da nochmal was ansetzen und hat er auch vor. Wieder einen dritten Basis. Währenddessen gibt es einen Counter-Attack hier mit Lingen. Der Marine vorne wird gefressen. Ein paar Marines warten hinten noch hinter der Wall. Die dritte Basis ist da auch mit dabei. Und wir hatten jetzt 4 tote Drones. Was am Ende auch gar nicht mal so spektakulär ist. Wir sind Resources Lost nahezu gleich auf 8,50 zu 8,25. Der Raven muss halt mega aufpassen, ist mega laut. Das Medivac ist ziemlich angeschlagen. Also wenn da Queens rankommen, hat sich das Thema ziemlich schnell erledigt. Und es gibt dieses Mal das Baning Nest und ein Leertag bei Rogue. Also Melee-Attacks auch in den Upgrades. Wenn das in die Bio bekommt, ein kurzes Stim. Ab momentan ist noch keine Bio unterwegs. Und hier das Medivac nochmal. Ja, man sieht aber, okay, das sind Queens in der Gegend. Braucht man gar nicht erst versuchen. Raven wartet auf weitere Energie. Die Linge starten den Gegenangriff auf die dritte Basis vom Terraner. Da ist frischen Mühl geworfen, aber Marines sind auch mit dabei. SCVs kommen damit dazu. Game läuft also erstmal weiter. 2 weitere Trees im Baum. In dem Fall eine vierte Basis und eine Mackwedge in der Main. Fading Speed. Burrow Upgrade. Interessant, wieder ein frühes Burrow, was hier mit dazu kommt. Hat er Baning Minen vor? Wäre eine Option mit den Sachen, die er da gerade hat. Und dann kann natürlich Linge eingraben auf die Position in der Basis, die da Björn eventuell als nächstes nehmen möchte. Der wandert jetzt mal raus mit Siege Tanks und mit den Marines. Stim hat er. Combat Shield 1-1. 1-1 würde er zuerst haben. Combat Shield dauert noch ein bisschen. Und plus 1 für die Panzer kommt auch noch mit dazu. Aber jetzt erstmal anrücken auf die dritte und dann auch vierte Basis hier drüben. Also auf die wichtigen neuen Basen. Die Rogue hat 71 zu 63 Worker. Turn Army stellt sich auf. Hydralet kommt noch mit dazu, Link Baning als Antwort, aber es fehlt Baning Speed. Es fehlt momentan noch Baning Speed für Rogue und das wird für ihn nervig sein. Und Lingen alleine ist es gar nicht mal so einfach. Die Lingen rennen jetzt hier durch, müssen bis zu den Panzern kommen. Man sieht die Baninger waddeln hinterher, aber es sind halt nicht so schnell. Panzer 1 ist jetzt weg, Panzer 2 lebt noch, wenn du mal einen Panzerschuss in die Baning ist jetzt gemacht. Auch man sieht eben die Baninger off-creep ohne Speed Upgrade. Mann, hat gar nicht viel. Burrow ist jetzt fertig, aber die Marines haben sich durchgesetzt. Räumen jetzt hier die Queens weg. Das war ein ziemlich katastrophaler Fight für Rogue. Er hat einfach gefühlt, er muss das jetzt irgendwie angehen, aber ja, das hat ihn nicht genügend gebracht, er hat zu viel mehr Ressourcen verloren. Weitere Banning werden rausgefokust, bevor sie fertig werden. Jetzt mal mit den Reinforcements, mit den neuen Banningen, kann man da was retten. Mehr Munis kommen jetzt nämlich auch mit nach und die Banninge, jetzt haben sie endlich Speed Upgrade, aber halt eine gute Minute zu spät. Banninge werden bereits rausgefokust, ein Banning crasht nochmal rein, aber die Munis setzen sich hier bereits durch. Da ist nicht genügend da hier für Rogue und somit klappt seine Defense in sich zusammen und damit setzt sich Björn durch hier mit einem 2:1. Ja, kritischerweise eben. Die langsamen Baninge off-creep, mal gesehen, die kam nicht mal ansatzweise an den Marines ran. Also Björn konnte da problemlos weglaufen, konnte sich durch die Linge durchkalten und somit das Amis bleiben. Man sieht das, ziemlich einseitiger Kampf dann am Ende. Einfach weil wichtige Sachen gefehlt haben. Das Burrow hat am Ende leider auch nichts gebracht, weil er dann zu dem Zeitpunkt, als Burrow fertig wurde, keine Banes mehr.
die er eingraben konnte. Und selbst dann, er hätte quasi in Sichtweite des Gegners die Baning eingegraben. Also Björn hätte sehr wahrscheinlich direkt gescannt. Der hatte 3 OCs da. Und wahrscheinlich auch, ja, da wäre auf jeden Fall ein Scan da gewesen. Und auf der Main Base auf jeden Fall auch. Also da wären Möglichkeiten vorhanden gewesen für den Terran. Somit gewinnt das Björn mit einem 2-1. Der Raven ist irgendwann zwischendurch nochmal gestorben. Er sah am Anfang gar nicht so gut aus auf der Karte, mit den Widowmines, die direkt verloren hat, aber einfach hier der Push mit der Bio und der Gegner ohne die passende Defense. Und somit das aus mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.